Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar das Fanpaket vom Zakorak. Und zwar hat er mir eine dicke Spende rausgehauen. Nicht wundern, das Paket ist schon offen. Ich hatte eben vergessen, das Mikrofon anzumachen. Ich Vollidiot. Und zwar hat er mir sein GameCube gespendet. Und zwar ein GameCube der Generation One. Erkennt man daran, dass er den Digital Out und den normalen Ausgang. Den Digital Out haben sie sich später gespart und den brauche ich für den GameCube Mark II Eon HD Adapter. Ja, den werde ich auf jeden Fall auseinandernehmen und erstmal reinigen und der Öffnenmechanismus klemmt. Aber ich sag mal, das ist so halt. Ich glaube, der im schönen Atomic Purple. Meiner war all black, der muss auch noch irgendwo sein. Ich denke mal, wenn ich fertig mit Archiv ausräumen bin, wird der garantiert auftauchen. Natürlich auch hier mit Controller in der entsprechenden Farbe. Der muss auch mal gewartet werden, weil das Ganze hier so sieht. Irgendwas rasselt da drin, also ein bisschen viel an die Wand geschmissen, Zacko. Und einen Wahnsinnshaufen Spiele hat er mir mit dazu geworfen. Dazu gehören Need for Speed Underground. Den hatte ich damals auf PC auch. Das Spiel hat es mir halt nur sehr vermiest, weil man immer der Erste sein musste. Und ja, irgendwann war ich dann raus. Dann haben wir hier NBA Live 2004. Der Sportspiel-Mensch. True Crime New York City. Das Spiel, wenn ich mich recht entsinne, muss es doch hart cheesy sein. Nie besessen, nur ein paar Mal gesehen oder so. Tony Hawk Pro Skater 4. Ich wusste bis eben noch gar nicht, dass es einen vierten Teil gibt. Aber mit Tony Hawk macht man an sich nichts verkehrt. Ich bin mal auf das Remastered von Teil 1 und 2 gespannt. Eternal Darkness hat auch bei mir in der Sammlung noch gefehlt. Aber so, wo ich mich wahnsinnig drüber freue, das soll ein richtig, richtig gutes Game sein. Tony Hawk Pro Skater 3. Da machen wir hier die Quadrologie noch voll. Sonic Heroes. Da bin ich mal gespannt. Die Sonic-Spiele sind ja auch immer ein wenig... weird. Bin ich mal sehr drauf gespannt. Jedi Outcast, Jedi Knight 2. Jedi Knight 2 hatte ich auch auf PC und ich merke gerade, hier fehlt ein bisschen was. Aber ich habe jetzt nicht gemerkt, dass im Karton irgendwas geraschelt hat. Naja, habe ich sehr gerne gespielt und ja, es war gerade so gegen Ende meiner GeForce 256, da musste ich die Schatten ausmachen, damit es nicht ruckelt. Need for Speed Underground 2. Den zweiten habe ich nie gespielt. Habe ich nur beim guten Moggy mal ein bisschen gesehen. Aber naja. Dann haben wir Resident Evil 4. Besitze ich auch. Sehr schöner Resident Evil Teil. Mir wurde gesagt, für die Wii die Aufarbeitung wäre nochmal besser, weil man noch besser zielen kann. Smash Melee habe ich natürlich auch. Smash haben wir damals geliebt zusammen zu zocken. Auch befinde ich in meiner Sammlung Soul Calibur 2. Sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe auch Figuren da stehen. Es gibt auch, wenn ihr mal in die Liste von den Unboxings schaut, ein Unboxing, wo ich Ivy geunboxt habe. Mir fehlt eigentlich nur noch Nightmare, dann habe ich alle komplett, aber den handeln sie halt für einen Preis, der absolut insane ist. Das wollte ich mir auch noch besorgen für meine Sammlung. Richtig geil. Ich habe nur den dritten gespielt, leider. Und die werde ich auf jeden Fall nachholen, die Pigmentteile. Splinter Cell Chaos Theory. Ich weiß nicht, war das der erste oder war das schon ein Nachfolger? Den ersten hatte ich mal ausgeliehen, das war aber irgendwie nicht so meins. Ich dachte eigentlich, dass ich gut damit Spaß haben könnte, aber so Dark Project oder sowas liegt mir eigentlich extrem gut. Aber, oder die Thief-Serie wird den meisten heute eher was sagen. Damals hieß es noch Dark Project. Aber das hat mir irgendwie so überhaupt nichts zugesagt vom Schleichen her. Dann haben wir hier Champions League 2004 bis 2005.
Spiel über Smash Football. Ich wusste gar nicht, dass es das als Spiel gibt. Die Hard stirbt langsam Vendetta. Ja, auf jeden Fall mal gespannt drauf. NHL 2K3. Wow. Bin jetzt nicht so, weil Sportsfan insgesamt. Also. Need for Speed Carbon. Okay, kann man. Ist das ein Update, dass man Kohlefaserteile benutzen kann? Ich weiß es nicht. Street Kings. Moped-Spiel? Ja, Motorradstraßenrennen. Okay. Prince of Persia, The Sands of Time. Kenne ich, habe ich aber nie gespielt. Und ja, der Trade für die Spende mehr oder minder ist Harvest Moon, A Wonderful Life. Das hat sich Zacko gewünscht für die Spende, dass ich das hier komplett spiele. Also wird es das hier auch im Livestream geben. Es ist wohl, was heißt wohl, es ist kompatibel mit Friends of Mineral Town auf dem Game Boy Advance. Ich habe da letztens auch noch mal reingeschaut, aber absolut keinen Plan mehr davon. Und ja, auf jeden Fall die crazyste Spende, die ich auf jeden Fall überhaupt erhalten habe. Vielen herzlichen Dank, Zakurak, dass du mir deinen GameCube anvertraut hast. Ich werde sehr gut drauf aufpassen. Ich werde ihn gleich auseinandernehmen und schön sauber machen und gucken, dass er auch gut alles läuft, sich bewegt, und werde ein paar Teile da drin gut ölen, dass er auch wieder die Klappe aufmacht. Und dann schauen wir uns das Unboxing von dem GameCube HD Adapter an und nehmen den GameCube in Betrieb. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut auf jeden Fall unten in die Kommentare für den Zacko ein Danke, ein Hype oder was auch immer rein. Überschüttet ihn mit Community-Liebe. Ich spiele jetzt noch die 52 aus meiner Playlist, weil ich genau weiß, dass der Zacko den Song gerne mag. Und ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut